Hi, in dieser Folge kaufen wir mal ein paar Matratzen. Schön, dass du denkst, dass zu einer neuen Folge hier bei den Simpsons und heute geht's ran, dass wir mal bei dem Matratzenkönig uns ein paar schöne Matratzen kaufen. Aber aufgepasst, heute hier bei Matratzenkönig, der neu aufgemacht hat, der sucht nur Angestellte und wenn du bei Mo, ja, Mo, es wird dein Boss sein, mitmachen willst und zwar bei den hier bei Matratzenkönig, dann kannst du jetzt eine Bewerbung schreiben und vielleicht kannst du denn für Mo arbeiten. Aber lass dir eins sagen, wenn du für Mo arbeitest, das Matratzenbusiness ist ein dreckiges Business und Mo weiß genau, was man da alles machen muss. Naja, jedenfalls, wir wollen denn reingehen bei unserem Matratzenkönig. So, wir wollen natürlich ein paar schöne, gute, alte Matratzen kaufen. Ja, hier kommen wir natürlich einmal in diesen großen, schönen Verkaufsbereich, wo Mo auch mit Homer hineingetreten ist oder er wurde ja auch hineingetragen von Homer. Ja, wir haben hier zur rechten wie zur linken Seite einige Matratzen zur Auswahl. Sie sind natürlich sehr bequem, sehr gemütlich. Also ich würde euch nur empfehlen, sich hier ein paar mitzunehmen. Ihr könnt sogar Getränke auf diesen Matratzen probieren. Ne? Extra hier ein bisschen ein paar edle Weine. Na gut, das sieht nicht aus wie Wein, sieht mehr aus wie Kaffee oder Kakao, ne? Was man halt nehmen möchte. Na gut, dann trinken wir halt unseren Kakao hier. Aber jedenfalls kann man auf den Matratzen noch was trinken. Wir haben auch sehr dünne Matratzen hier. Also ne, hier einmal hier die flauschigen und dann einmal hier die hart sind wie Bretter. Ne, also für jeden was dabei. Außerdem kann man sich hier bei unserem Matratzengeschäft immer durchgehend einen Werbespot angucken, wenn man möchte. Der läuft rund um die Uhr, wie man halt Lust hat. Ja, ansonsten haben wir natürlich noch einen Raum, der nur für unsere besonderen Kunden gedacht ist, die natürlich vor Ort hier sind. Von daher können wir hier auch mal reingehen. Hier haben wir einen Special Room. Zum einen haben wir hier die ultra sanft weichen Matratzen. Also hier schläft man wirklich super drauf. Kann ich euch nur empfehlen. Aber erzählt es nicht Mo, dass ich hier auf den Matratzen penne ab und an. Ne? Also, psch, Geheimnis. Dann haben wir noch ein paar Schleimmatratzen. Manche haben ja Wasserbetten. Wir haben Schleimbetten im Angebot. Also, wenn ihr die mal ausprobieren wollt, kommt ihr her. Hier könnt ihr super drauf pennen. Und auch natürlich super hüpfen. Wir haben auch noch was für unsere Technikfreunde und zwar diese Matratze. Ich weiß nicht warum, aber sie ist ein bisschen defekt. Es könnte sein, Mo hat sie letztes Mal einen Kunden vorgestellt. Ja, da ist sie ihm, glaube ich, ein bisschen hängen geblieben. Die kann man dann so ein bisschen sich verstellen, wie man möchte, von der Höhe und alles. Naja, ich weiß auch nicht, warum die jetzt so kaputt ist. Ja, ansonsten hier noch ein paar flache Matratzen. Wir haben natürlich auch diese Standard-Matratzen, die jeder bei sich zu Hause hat, aber ihr wollt bestimmt diese ultra fetten Matratzen haben. Also irgendwas könnt ihr euch ja hier definitiv aussuchen. Ansonsten gehen wir jetzt natürlich noch in einen Bereich, den eigentlich nur das Personal sieht. Also falls du wirklich Interesse hast, hier in diesem Matratzen, also beim Matratzenkönig, dir einen Job zu besorgen, denn wirst du das hier alles miterleben. Und zwar, wir gehen jetzt einmal mal hier rein. Zack, wir haben natürlich bei dem Matratzenkönig ein kleines Lager dabei. Falls man natürlich ein paar Matratzen verkauft, dann können wir die gleich hier vorne wieder auffüllen, unser Sortiment. Ja, ansonsten, wir haben ja noch irgendwo in der Stadt ein Hauptlager, aber die beliefern uns immer nur, sage ich mal, einmal die Woche. Aber noch ist kein LKW da. Ja, jedenfalls, das ist unser Lagerbereich. Da kommen wir hier natürlich in unseren großen, schönen, angenehmen Flur rein. Wir haben hier einmal, ups, warum sind denn die Toilettentüren offen? Wer lässt die denn immer auf? So, wir gehen natürlich hier einmal auf unsere Mitarbeitertoilette. Ja, wie man halt so kennt, die Toiletten, ne? Die sind halt so. Naja, man kann ja auch noch hier bei den Toiletten sich extra hier ein bisschen Papier nehmen, ne? Falls man sich die Hände wäscht. Ich hoffe, ihr wascht euch auch, aber naja. So, jedenfalls unsere Toiletten. Dazu muss man eigentlich immer nicht allzu viel sagen. Wir haben dann hier unseren Flur. Wir haben auch noch einen Pausenraum, ne? Hier mit kleiner Küchenzeile und Sitzbereich. Sollte eigentlich jeder Betrieb haben, ne? So ein kleines Pausenräumchen für die Arbeiter. Natürlich auch eine Uhr, ne? Damit ihr eure Pause nicht überzieht. Ja, jedenfalls Pausenraum, okay. So, und dann gibt es noch einen Raum. Und zwar ist das der wichtigste Raum in diesem Bereich hier und zwar ist das Moos Büro, wo er natürlich seine ganzen Geschäfte klärt. Ne, er ist ja kein Barkeeper mehr, er ist ja jetzt hier voll im Matratzengeschäft. Ne, da hat er hier natürlich seinen Schreibtisch und alles dabei. Natürlich auch zwei weitere Stühlchen, ne, falls er ein bisschen Besuch kriegt, ne, von irgendwelchen Werbevertreter oder sonstiges. Ja, sein Bürochen. Doch, kann ich auch nicht so viel sagen. Ne, wenn man sieht, dann sieht man es halt. Der Laden ist doch ein bisschen sehr duster gehalten. Ich weiß nicht, warum die Lampen halt bis nach unten nicht reichen. Wir haben hier eine Deckenhöhe von 9 Blöcke. Trotzdem füllt das hier nicht alles komplett den Raum aus. Man könnte ja auch nochmal Tränke nutzen, um sich das alles ein bisschen heller zu machen. Ja, mit Nachtsichttrank wirkt das alles auch ein bisschen heller. Naja, Minecraft-Logik halt mit der Lichtanlage. Naja, so sieht das ein bisschen aus, wenn man hier ein bisschen nachhilft mit Helligkeit. Beim Mitarbeiterbereich sieht das alles eigentlich relativ gleich aus. Hier habe ich ein bisschen die Deckenhöhe ein bisschen niedriger gemacht, damit das doch ein bisschen heller ist.
Aber sag ich mal, jetzt hier im Verkaufsbereich war das von der Folge her sehr hochgelegen. Die Decke war ja an den Seiten, halt diese ganzen kleinen Säulen mit drin verarbeitet waren. Und dazwischen war immer so ein bisschen Dekoration mäßig oder auch noch ein paar weitere Matratzen verstaut. Und nicht vergessen, bei dem Matratzenkönig gibt es zurzeit ein Sonderangebot für billige Matratzen, aber es sind zwar billige Matratzen, aber die besten der Stadt. Ich verspreche euch, ihr kriegt nirgendwo bessere Matratzen als bei Matratzenkönig. Von daher lohnt es sich ein Besuch dahin und ja, ich mache für euch extra nochmal einen kleinen Rundumflug. Wir gucken nochmal, was hier hat sich draußen gemacht. Natürlich hier hinten haben wir das kleine Türchen zu unserem Lagerbereich. Ne, das ist bei mir jetzt natürlich offen. Man kann es ja auch zumachen oder sonstiges, ne? Ja, jedenfalls, ansonsten habe ich hier draußen nicht mehr allzu viel gemacht. Ne, ihr seht, alles noch so, wie wir das, sage ich mal, gebastelt haben. Aber die fällt auf dem Dach hat sich noch ein bisschen was gemacht. Ich habe noch ein paar Lüftungsanlagen mir einfach raufgebastelt. Relativ simpel und einfach zu errichten, wenn man sich hier einmal so eine anguckt. Ne? Die kann man sich natürlich so oft platzieren, wie man möchte. Ich habe jetzt hier nicht so doll übertrieben. Ich fand so, ja gut, bei 4, das reicht mir schon so ein bisschen. Ne? Ich habe hier erstmal hier hinten diese zwei Dinger gemacht. Dann dachte ich mir, na gut, spiele ich noch ein bisschen rum. Bastle hier noch so ein paar extra Sachen an. Könnte ja sein, dass die ja irgendwo angeschlossen sind, ne? Und dann hier hinten habe ich auch noch so ein anderes mit so ein bisschen anderer Form. Da kann man ja rumexperimentieren, wie man sich die natürlich formen möchte. Ja, das ist dann hier natürlich unser Matratzenkönig. Fertig ist das Ganze. Ich wünsche dir viel Spaß beim Suchen deiner Lieblingsmatratze. Ich denke mal, jeder braucht eine Matratze bei seinem Minecraft-Häuschen. Von daher lohnt es sich, einen Abstecher zu machen. Ja, ansonsten stelle ich mich dann hier vorne hin. Ich hoffe, dir hat die Tour gefallen. Und dann hören wir oder sehen uns wie immer zur nächsten Folge wieder. Also, wenn ich safe stehe, haust rein und tschüss. Jetzt werde ich so machen, wie es die Sislex machen. Nein, nein! Oder ich und meine Familie werden in den Matratzenkrieg ziehen. Ich sollte mit ihm gehen, damit ich alles sehe.